Bienvenue à toutes et à tous pour cette émission Rendez-vous. Alors oui, j'ai pris des risques. Je me suis mis avec de la choucroute. Ah oui, die fameuse choucroute. Wir sind Gerolfing. Es geht so eine Choucroute-Fest. Eh oui, la fête à la choucroute, c'était à Gerolfingen. Alors logiquement, nous étions de la partie. Bon, nous sommes à Gerolfingen et il y a bien une entreprise qui s'appelle Dreyer. So, Firma, wo Dreyer heißt, oder David, ist schon, gleich so, ja, sag jetzt mal, von der Kommunikation zuständig, sag jetzt mal. Ich muss zugeben, ich bin als Choucroute-Fest noch nie dabei gewesen. J'ai jamais fait partie de cette, la fête à la Choucroute. Warum so ein, ja, so ein Fest? Wir haben zur Jubiläum, also, wo wir neu bauen haben, haben wir das, das erste Mal gemacht. So, Tag drauf und dort zeigen, was wir machen, wo wir sind. Viele kennen uns als Gemüsehändler, viele nur als Choucroute, aber wir machen gleich beides. Dann haben wir gedacht, ja, alle vier Jahre ist so ein cooler Rhythmus, wo wir das machen können. Das letzte Mal war es im 100-Jährigen, 2016. Dann waren wir 20 wieder dran. Aus bekannten Gründen haben wir das nicht gemacht. Darum jetzt ist wieder vier Jahre durch. Und wir wollen den Leuten zeigen, wie man Sauerkabis macht. Es ist schon das Interesse da, zu sehen, wie Lebensmittel regional produziert werden, wie verarbeitet wird, was dahinter steckt. Das ist eigentlich, fängt immer gut an bei den Leuten. Alors, c'est une fête en fait qui se déroule tous les 4 ans. La dernière fois, c'était en 2016, à l'occasion des 100 ans. Mais après, en 2020, pour les raisons que vous connaissez, il n'y a pas eu de fête. Donc, le but, eh bien, c'est de faire connaître finalement aussi cette fameuse choucroute. Mais c'est immer Pannenplatte mit Choucroute. Das heißt, dass in Zürich zum Beispiel kann nichts anfangen mit Choucroute. Nein, es hat auch Sucherfabriken gegeben in Zürich. Also, die kennen das schon. Aber die beste ist schon Pannenplatte mit Choucroute. Ja, logisch. Es ist Kanton Bern da. Aber wir haben eigentlich gar nicht so weit weg von hier. Es ist eigentlich entstanden, die Pannenplatte. Also, das ist im Einzugsgebiet von unserer Produktion in Murten, Schlacht von Murten, hat man das kennt. Und wir seit 1916, als wir Sauerkraut machen, hier auf Platz in Gerolfingen, rein mit Berner Produzenten und Standort im Kanton Bern. Okay, donc effectivement, des producteurs de choucroute qui sont du Kanton Bern, avec Gerolfingen, il y en a plein dedans. Donc c'est la raison pour laquelle aussi se sont dit, allez, nous, on va présenter notre production. Wie viele Tonnen gibt es da von Choucroute? Bei uns machen wir rund 850 Tonnen Sauerkraut. 850 Tonnen. Si vous en mangez pas cette année, il y a un blème. Gut, wir könnten meinen, dass ja, so ein grusiges Wetter, das wir haben, könnte ein schlechtes Wetter sein oder auch nicht. Es gibt andere, die eine andere Meinung kennen. Le mauvais temps qu'on a actuellement, ben, wof, ça peut être un mauvais temps, mais pas forcément. Ist das Wetter geeignet für Choucroute? Ja, schlechtes Wetter ist Sauerkabiswetter. Je schlechter das Wetter, je mehr Lust hat man, wer schafft, die Kost zu essen. Gut, aber zu viel Choucroute essen ist auch nicht so gesund, oder? Ich sage, je mehr, je besser. Das wird nur gesünger. Okay, ja, effektiv. Dann machst du eine Choucroute, so natürlich sehr, sehr sein. Also, hier ist die letzte Etappe. Alles ist gut gefüllt worden mit der Choucroute. Was macht ihr noch hier? Qu'est-ce que vous faites maintenant ici? Eine dernière Etappe. Wir tun nach dem Abfüll auf der Maschine hier, die Abfüllmaschine, tun wir pasteurisieren. Das heisst, haltbar machen, dass wir Gärung unterbrechen und das Produkt gut bleibt, keine schlechten Bakterien haben. Voilà, donc extrêmement important, vous n'aurez aucun souci de manger cette magnifique choucroute, puisqu'ici, eh bien, c'est l'étape de la pasteurisation, pour éviter eh bien, que ça fermente trop, puis qu'il y ait des bactéries, puis qu'on se sente un petit peu bizarre dans l'estomac, voyez-vous? Il y a un truc spécial qui va se passer ici parce qu'on va avoir droit à une raclette à la choucroute. Also, un peu spécial, je me suis toujours dit, raclette mit Choucroute, was ist jetzt das für eine Spezialität? Der Sauerkabis gibt einem Raclette der speziellen Gau, was es eben wirklich im Seeland gibt. Und das ist wirklich speziell. Okay, aber der Walliser würde sagen, spinnet ihr?
Nein, überhaupt nicht. Wir sind hier im Seeland. Oder? Ja. Die sind von der Turnverein von Teufelen. Ja. Ja, für euch ist das so eine gute Gelegenheit, was, ja, ein bisschen mitzuhelfen und dabei zu sein und ein bisschen mehr Schuhe zu essen als sonst. Genau, Familie Dreier ist bei uns Mitglied im Verein. Und wenn wir gefragt werden, dann helfen wir und dann sind wir dabei. Je vous dis à l'agréable, puisque effectivement la famille Dreier de Gerolfingen fait partie de la Société Gymnastique de Teufelen. Donc voilà, ben, on fait la raclette, on fait la choucroute et on mélange tout ça. Darf ich es probieren? Ja, selbstverständlich. Dann machen wir jetzt eins für dich. Yes, je vais goûter un truc un peu souvent spécial. Peut-être que ce sera ma dernière émission rendez-vous. Vielleicht ist das meine letzte Rendez-vous. Ich hoffe es nicht. Gute.